So ihr Lieben, heute gibt es bei uns ein schnelles Ofengericht. Ich liebe Ofengerichte. Man muss nur kurz vorbereiten, es in den Ofen stecken. Ja, und der Ofen macht den Rest, ne? Hier ist mein Fleisch. Das ist bei uns heute Hähnchenkeule. Ja, habe ich schön gewaschen. Hier drauf. Mein Fokus ist auf jeden Fall heute die Marinade und das Fleisch. Aber ich habe uns auch hier ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln gemacht. Müsst ihr nicht. Wie gesagt, mein Fokus ist eigentlich nur das Fleisch und das tolle Dressing. Hier ist alles, was vorne drauf steht. Honig. Ja, Honig. Ihr könnt Honig nehmen, Agavendicksaft, ihr könnt Ahornsirup nehmen. Probiert es mal aus. Ihr wird so eine leckere, geile Marinade bekommen und so eine geile Kruste später. Unglaublich. Probiert es mal aus, wirklich. Paprikapulver, Salz, Knoblauch. Wie gesagt, Honig ist es bei mir. Wenn ich keinen Honig da habe, nehme ich Agavendicksaft und etwas Olivenöl. Olivenöl kommt auch hier rein. Das Ganze vermenge ich jetzt. Das ist jetzt unser Dressing. So, die Sachen tue ich jetzt hier schön vermengen. Das ist jetzt, wie gesagt, unser, ja nicht Dressing, unsere Marinade. Ich werde einen Teil jetzt hier drüber geben. Dann kommt das schon in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad. Und zwischendurch werde ich mal es nochmal einpinseln. Das ist, wie gesagt, so lecker. Wundert euch bitte nicht mit dem Honig. Ihr wird, das Fleisch wird jetzt nicht süß schmecken, aber diese Haut hier oben, die wird richtig toll karamellisieren. Es ist auf jeden Fall mal einen anderen Geschmack. Probiert es mal aus. Ja, so, das ist jetzt gut verrührt. So sieht das aus. Das kann auch erstmal so aussehen. Das ist ganz normal. Wenn es zu flüssig ist, dann wird das Ganze uns hier wegschwimmen. Aber ich möchte, dass hier alles schön benetzt ist. Das heißt, ich mache mir jetzt mal einen Pinsel. Wie gesagt, mein Fleisch ist schon gewaschen, vorbereitet. Und jetzt nehme ich mir immer was davon. Seht ihr? Und streiche richtig schön ein. Es muss jetzt nicht perfekt sein. Das ist jetzt erstmal nur unsere erste Tour. Was ich jetzt auch mache, ich nehme mir gleich ein Backpapier, feuchte mein Backpapier ein und tue das Ganze erstmal schön zudecke mit Backpapier. Das ist erstmal schön dampfgart, das Fleisch, damit schön saftig ist und gart. Und danach nehmen wir das Backpapier weg, streichen weiter ein und dann geht es um die Kruste. Also der erste Step ist quasi, das Fleisch zart zu bekommen, gar zu bekommen. Und danach der zweite Step ist einfach nur, dass wir schön hier diese Haut eine schöne Kruste bekommen. Normalerweise mag ich diese Haut gar nicht, aber wenn die so schön krustig, kross gebacken ist, glaubt ihr mir, wir streiten uns, wer kriegt diese Haut, dann streiten wir uns wirklich dafür. So, das mache ich jetzt fertig, ich melde mich gleich nochmal. So, ich wollte euch das mal zeigen, so sieht es aus, noch nicht perfekt, aber für die erste Schritt ist schon mal ganz gut und auch auf den Kartoffeln habe ich ein bisschen von der Marinade drauf gemacht. Was ich jetzt mache, ich nehme ein Backpapier, ich tue das mal unter fließendem Wasser zusammenknöllen und nass machen. Ich zeige euch das mal gleich, eine Sekunde, ich bin gleich wieder bei euch. So. So, hier ist mein Backpapier, hier ist nass gemacht. Durch das Nassmachen hat es jetzt so einen ganz anderen, sage ich mal, Konsistenz. Ja? Und was ich jetzt mache, ist quasi das Fleisch und die Kartoffeln zudecken. Das ist jetzt ganz wichtig, weil wie gesagt, durch diese Haube jetzt, die ist ja zugedeckt, kann unten die Kartoffeln gar werden. Ganz wichtig, das Fleisch. Schön zart und nicht trocken, sondern erstmal gar. Und danach, weil es tut ja quasi hier unten Dampfgaren. Und später nehmen wir es dann ab und dann geht es drum um die Farbe und um die Kruste. So, das kommt jetzt wie gesagt in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze. So, meine erste Tour ist fertig. Ich habe es gerade rausgeholt. Ich wollte euch das mal zeigen. Seht ihr? Aber Achtung, geht mal zur Seite. Wow, seht ihr, wie das dampft? Die war jetzt auch erstmal bei mir eine halbe Stunde drin. Halbe Stunde und man sieht, seht ihr die Farbe vom Fleisch? Also man sieht, das ist schon langsam gar. So, jetzt kommt meine Marinade weiter. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und zwar jetzt pinseln wir das Ganze nochmal schön ein. Und jetzt kommt es in den Ofen. Ich nehme mal auch immer so ein bisschen Flüssigkeit,
was hier unten Backpapier ist, dann könnt ihr das ein bisschen so in die Marinade rein. So wird euch die ein bisschen dünner. Einen Moment, ich nehme mal ein Löffelchen. Seht ihr diese Bratensaft? Nehme ich mal ein bisschen hier rein. So. Das langt auch schon. Durch die Wärme wird das hier alles ein bisschen dünner. So, und jetzt verstreiche ich das Ganze nochmal gut. Und jetzt kommt das nochmal so 10 Minuten in den Ofen. Dann hole ich es nochmal kurz raus, streiche das ein. Und jetzt backe ich eigentlich so lange, bis meine Hähnchenhaut und Hähnchen hier eine schöne Farbe bekommen hat. Also ich denke mal noch insgesamt so 20, 25 Minuten, dann wird das fertig sein. Aber ich melde mich gleich nochmal. Schön einstreichen. Auch hier ein bisschen die Kartoffeln, die Zwiebeln, dass die ein bisschen Geschmack haben. Ja, so langt erstmal die erste Schicht. Und das kommt jetzt nochmal in den Ofen. Und dann melde ich mich, wie gesagt, gleich nochmal. So, 15 Minuten später, so sieht die nächste Tour aus. Sieht ihr, wie sich das jetzt langsam verändert? Und auch hier nehme ich mir ein bisschen von diesem Bratensaft. Seht ihr, was für wie viel Saft das rauskommt? Das ist ja der Hammer. So. Und das Ganze verrühre ich jetzt nochmal hier mit meiner Marinade. So wird sie auch, wie gesagt, schön ein bisschen streichzart. Und jetzt nochmal ein Pinsel. So, was ich jetzt mache, ich glaube, das ist jetzt meine letzte Tour. Ich tue das wieder in den Ofen, aber schalte bei mir die Grillfunktion an. Wenn ihr sie habt, schaltet sie auch an, aber bleibt bitte in der Nähe, weil das kann Sekunden von Sekunden sehr schnell dunkel werden. Aber habt keine Angst, es soll dunkel werden, aber natürlich, klar, nicht verbrennen. Ja, ich mache das jetzt leer. Jetzt kommt das wieder, mein Ofen ist immer noch auf 200 Grad, das lasse ich auch. Aber ich mache jetzt, wie gesagt, die Grillfunktion an und so kann es jetzt nochmal so richtig von oben Farbe bekommen. Der Zucker kann, also das Karamell hier, also der Honig kann schön karamellisieren und dann gibt es, denke ich mal, gleich Essen. So, und nochmal ab in den Ofen. Hört ihr das? Das ist Musik in meinen Ohren. So sieht das aus. Und sagt jetzt nicht, das ist anverbrannt. Nein, das ist eine richtig geile, saftige, große Schale. Ich hatte das jetzt noch so 20 Minuten bei mir im Ofen, aber beobachtet einfach. Beobachtet einfach, jeder Ofen backt anders. Traut euch. Traut euch, seht ihr diese große Haut. Ein Traum, ein Traum. So, wir wollen jetzt essen. Wir haben Hunger. Ich habe dazu schnell einen Gurkensalat gemacht. Ich beende jetzt dieses Video. Macht es unbedingt nach. Ihr habt einen ganz anderen tollen Geschmack, Aroma. Ihr könnt das auch natürlich auf dem Grill jetzt im Sommer grillen. Gar keine Frage. Und ich habe jetzt die letzte Zeit wirklich den Ofen auf volle Pulle gemacht. Grillfunktion habe ich ja gesagt. Und beobachtet. Traut euch, dass euer Hähnchen eine richtig tolle, seht ihr das? Eine Farbe hat und hier richtig groß ist. Ich freue mich. Also ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen.